War das Ihre Sekretärin? Schicken Sie sie aus dem Zimmer. Was ich zu sagen habe, sage ich nur Ihnen allein. Lassen Sie mich bitte allein. Etwas Besonderes. Ja, bitte. Sie vertreten den Untersuchungsgefangenen Günther Hausmann. Sie sind auf dem Weg ins Gefängnis, um ihn zu sprechen. Ja, das stimmt. Und? Mit wem spreche ich denn? In ein paar Minuten wird ein Bote zu Ihnen kommen. Dieser Bote wird ein Päckchen abgeben. In diesem Päckchen ist eine Pistole. Diese Pistole nehmen Sie mit ins Gefängnis und geben Sie Hausmann. Sind Sie verrückt? Nein, ich bin nicht verrückt. Wenn Sie nicht tun, was ich Ihnen sage, stirbt Ihre Frau. Wir sind nämlich in Ihrem Haus. Wollen Sie mit Ihrer Frau sprechen? Kommen Sie her! Moment noch. Sprechen Sie. Manfred! Hertha. Was ist denn? Was ist denn passiert? Manfred, tu, was Sie sagen! Sie werden mich umbringen! Manfred! Und auf der Rega? Ihre Frau hat die Situation vollkommen begriffen. Ich warne Sie, die Polizei zu verständigen. Was verlangen Sie von mir? Moment bitte, meine Sekretärin. Ja? Ja! Moment bitte. Entschuldigung, Herr Doktor, der Bote hat es abgegeben, es sei sehr dringend. Ist was, Herr Doktor? Nein, nein, ich möchte jetzt nicht gestört werden, Frau Binder. Das Bäckchen ist hier. Ja, ja. Was soll ich damit machen? Sie geben sie Hausmann. Selbstverständlich unbemerkt. Das können Sie nicht von mir verlangen. Ausgeschlossen, sowas mache ich nicht. Sie können mich nicht zu sowas zwingen. Sie tun, was ich Ihnen sage. Sie haben keine Wahl. Ich wiederhole. Wenn Sie zur Polizei gehen, stirbt Ihre Frau. Auch jeder Irrtum, den Sie sich leisten. Der kleinste Fehler, den Sie machen, ist tödlich für Ihre Frau. Tu, was Sie sagen. Sie sind zu allem fähig. Also, Sie übergeben die Pistole, verlassen das Gefängnis, setzen sich in Ihren Wagen und fahren zum Königsplatz. Dort parken Sie und warten. Selbst wenn es Stunden. Sie warten, bis der Parkwächter zu Ihnen kommt und Ihnen sagt, dass Sie zu Hause erwartet werden. Haben Sie verstanden? Herr Doktor, Sie kommen wegen Hausmann, ja? Ja, wegen Hausmann. Gehen Sie schon in die Sprechzelle, ich hole ihn. Ja. Wie lange wird es denn ungefähr dauern, Herr Doktor? Ich
weiß nicht, so nichts alleine. Ja, Sie drücken dann auf die Klingel. Ja. Haben Sie eine Zigarette für mich, Herr Doktor? Ach, das tut mir leid, ich rauche nicht. Haben Sie denn sonst nichts für mich? Aha. Sie wissen also Bescheid. Genau. Haben Sie sie? Herr Hausmann, ich habe Ihre Akten studiert. So hoffnungslos ist die Sache nicht. Ich meine, der Einsatz von solchen Mitteln ist unnötig. Ich weiß ja besser Bescheid. Sie können doch Vertrauen zu mir haben. Wir können jetzt anhand Ihrer Akten alles durchsprechen. Sie werden sehen, dass die Sache nicht aussichtslos ist. Wir haben da ein paar sehr gute Zeugen. Lassen Sie die Akten ruhig in der Tasche. Geben Sie sie. Man hat meine Frau überfallen. Soll eine junge, hübsche Frau sein. Hören Sie. Die Leute, die das arrangiert haben, sind nicht von gestern. Angst haben die nicht. Und vom Mitleid gar nicht zu reden. Ist das klar? Das ist gemeine Nötigung. Hinterhältige und gemeine Erpressung. Vorsicht, Doktor. Na, das ist aber schnell gegangen. Nicht mal eine Zigarettenlänge. Ich bin an einen Nichtraucher geraten. Es gab nicht viel zu besprechen. Wiedersehen, Herr Doktor. Sie, Herr Dr. Rieger? Ja. Ich soll Ihnen was ausrichten. Sie sollen nach Hause kommen. Ja. Danke. Sein. Das war ausgeschlossen. Ja? Ja, ich bin hier. Ja, ich bleibe hier. Was ist passiert? Er ist ausgebrochen. Ein Gefängnisbeamter ist dabei erschossen worden. Das ist doch nicht möglich. Ich hab doch die... Eine sechsschüssige Waffe. Das sind 5 Patronen. Sie haben die 6. vergessen. Die sich im Lauf befand. Die Waffe war durchgeladen. Ich bin erledigt.
fast erledigt. Jetzt kann ich meinen Beruf an den Nagel hängen. Ich kann doch kein Anwalt mehr sein. Wieso? Du warst doch in einer Zwangslage. Das ist doch keine Entschuldigung. Ich bin schuld, dass ein Mensch sein Leben verloren hat. Ich habe einem Verbrecher eine Waffe besorgt. Ich habe sie ihm sogar ins Gefängnis gebracht. Was heißt Zwangslage? Ist doch keine Entschuldigung. Ist aus. Mit mir ist aus. Anwalt ist vorbei. Du hast doch die Patronen entfernt. Ja, ja, fünf. Aber nicht die sechste. Dabei habe ich selbst eine Pistole. Eine sechsschüssige. Kann ich nie mehr bis sechs zählen? Du warst aufgeregt. Das ist doch verständlich. Du warst doch in einer entsetzlichen Situation. Die Leute waren wirklich zu allem entschlossen. Sie hätten mich umgebracht. Der Beamte, der erschossen worden ist, wissen Sie, wie der heißt? Pleitgen. Pleitgen. Mit dem hatte ich immer zu tun. Ein freundlicher Mann. Besonders zu mir. Fast noch als ich anfing, hat er mir sogar geholfen. Er sagte, die fragen mich doch manchmal, was sie für einen Anwalt nehmen sollen. Und dann sage ich immer, der Dr. Rieger, das ist ein tüchtiger Mann. So tüchtig, dass ich ihn jetzt umgebracht habe. Nein, Sie sollten nein. jetzt zur Ruhe kommen, Doktor. Sie waren wirklich in einer Zwangslage. Ich weiß nicht, wie ich an Ihrer Stelle gehandelt hätte. Die Umstände werden geklärt werden. Ich bin überzeugt, dass jedes Gericht Sie freisprechen wird. Ein Anwalt, der vor Gericht gestellt werden muss. Sie können mir nicht helfen. Kann ich die Akten Hausmann einsehen? Es war Schlägerei mit Todesfolge. Hausmann machte Notwehr geltend. Es gab Zeugen für und gegen ihn. Es war kein leichter Fall, aber auch nicht hoffnungslos. Jedenfalls bestand überhaupt kein Grund, zu solchen Mitteln zu greifen. Hat Hausmann Familie? Ja, eine Frau und ein Kind. Er ist Geschäftsführer in einem Nachtlokal. Seine Frau ist eine Tänzerin. Striptease? Ja. Das ist kein besonderes Milieu, aber es gibt auch Dinge, die zu seinen Gunsten sprechen. Jedenfalls verstehe ich nicht, warum er das alles nicht abgewartet hat. Aufmachen, Polizei! Ihr glaubt, wenn ihr Polizei sagt, muss man fliegen, was? Hey, langsam! Wollen Sie lesen? Stecken Sie sich den Wisch an den Hut. Was suchen Sie hier? Wenn Sie, Frau Hausmann, sind Ihren Mann. Polizei, Sie suchen Günther. Günther suchen Sie? Wo wollen Sie denn Günther suchen? Das ist meine Mutter. Sie lacht auch. Wenn Sie meinen Mann hier suchen, suchen Sie an der verkehrten Stelle. Wenn Sie von der Polizei sind, müssten Sie doch wissen, wo er ist. Den haben Sie doch eingesperrt. Er ist ausgebrochen. Dann suchen Sie ihn hier? Glauben Sie, er ist ein Idiot? Ich weiß nicht, ob er ein Idiot ist, aber ich weiß, dass er ein Mörder ist. Er hat einen Gefängnisbeamten erschossen. Umso weniger Grund hat er, hierher zu kommen. Wie heißen Sie? Groscher. Ich muss auch Sie fragen, Frau Groscher. Wissen Sie, wo sich Ihr Schwiegersohn aufhält? Da kann ich doch wohl die Auskunft verweigern. Wieso die Auskunft verweigern? Du weißt nicht, wo er ist. Weiß ich auch nicht. Aber er darf mich das doch gar nicht fragen. Ich bin doch verwandt. Ich brauch doch nichts zu sagen. Okay, schon gut. Ich meine nur, dass die einen nicht reinlegen dürfen. Grüß dich. Was machst du denn da schön? Das ist meine Tochter. Wollen Sie das Kind auch fragen? Sag mal, Agathchen, weißt du, wo dein Vati ist? Nein. Zufrieden? Ja. Irgendetwas abgeschlossen, Schränke, Fächer, Koffer, dann geben Sie mir die Schlüssel. Alles offen. Wir haben keine Geheimnisse. Schnüffler, elende Schnüfflerbande. Stellen Sie nur alles auf den Kopf, tun sich bloß keinen Zwang an. Sei doch endlich ruhig. Und ich sag, dass es elende Schnüffler sind. Donnerwetter, die sieht ja fabelhaft aus. Und eine Figur hat die. In welchem Lokal tritt die denn auf? Willst du hingehen? Wenn du mir verrätst, wie die Preise sind? Gesalzen. Oh, sie vermasseln einem aber auch jede Freude. Die soll überwacht werden, ja? Ja, rund um die Uhr, sie und das Haus. Und zwar alle Ausgänge, auch Hof und Keller. Hier, schau dir das mal an. Rechnet ihr damit, dass Hausmann da hinkommt? Ist das deine Freundin? Meine Freundin? Das ist Frau Hausmann, sie hat einen Killer zum Mann. Servus. Die muss überwacht werden, sagt Richter Bescheid. Überwachung ab sofort.
Hast du Zeit für die Pressestelle? Nein, keinen Moment, sag, es tut mir leid. Und damit werden Sie sich aber nicht zufrieden geben. Sie sind alle wie aufgescheucht. Es ist die Schlagzeile heute. Ich weiß, was für ein heißes Eisen das ist. Der Kriminalrat soll das machen. Dem fallen die besseren Formulierungen ein. Haben Sie gehört, Derek? Ja, ich kann jetzt nicht weg. Ja, weil es ein Anwalt war, der die Pistole hat. Ich kann gar nichts dazu sagen. Wie weit sind wir denn? Am Anfang, völlig am Anfang. Wir kennen weder Hausmanns Motiv, noch wissen wir, wo er ist. Ja, und das soll ich der Presse sagen? Nein, nein, natürlich nicht. Ja, was soll ich denn tun? Na, lächeln Sie, Herr Kriminalrat, dann sind Sie verblüfft. Verbreiten Sie Selbstvertrauen. Wer sind seine Freunde? Das ist die Frage, die jetzt geklärt werden muss. Es müssen sehr gute Freunde sein. Und sie sind in seiner nächsten Umgebung. Da liegt unsere Chance. Geschäftsführer in einem Nachtlokal. Da kommen eine Menge Leute in Frage. Ja, sicher. Hast du mit unserem V-Mann gesprochen? Ja, habe ich gemacht. Er erkennt Hausmann. Er sagt, das ist ein ganz brutaler Typ. Setz ihn an auf das Lokal. Nicht nur ihn. Alles, was wir an V-Leuten haben. Wir brauchen Informationen. Gut, mach ich. Stefan? Ja. Derek? Ja. Ich komme sofort, ja. Dr. Rieger liegt im Krankenhaus. Selbstmordversuch. Guten Abend, Frau Rieger. Wie geht's Ihnen? Er lebt. Noch lebt er. Wie ist es passiert? Er hat sich eingeschlossen in sein Zimmer. Dann hörte ich einen Schuss. Seine Pistole. Ich hätte ihm natürlich die Pistole wegnehmen müssen. Frau Rieger, Sie können jetzt reingehen. Kriminalpolizei, mein Name ist Derek, das ist der Kleine. Wie steht's? Keine Chance. Ihnen was zu trinken anbieten? Hm? Nein, nein, danke. Ich kann mir schon denken, weswegen Sie gekommen sind. Wegen Hausmann, nicht wahr? Ja, Sie haben es erraten. Man hat noch keine Spur von ihm? Nein, er ist wie vom Erdboden verschwunden. Entschuldigen Sie. Haben Sie von ihm gehört? Ich? Nein, wieso? Nicht das Geringste. Hausmann war Ihr Geschäftsführer.
Ja. Danke. Seit wann denn? Das ist jetzt 2 Jahre her. Seine Frau tritt ja hier auf. Sie ist die Zugnummer hier. Sie wollte, dass ich ihn zum Geschäftsführer mache. Und seitdem ist er es. Er ist ein sehr guter Mann. Sehr brauchbar. Den Sie zu Ihrem Geschäftsführer gemacht haben? Ja. Ja, ja. Weil seine Frau so wünschte, ne? Ja. Sie wäre ja sonst gegangen, nicht wahr? Was hat denn Hausmann vorher gemacht? Das weiß ich nicht. Aber er hat seine Sache sehr gut gemacht. Ja, Sie machen mir aber Freude. Er saß in Untersuchungshaft wegen Totschlags, begangen an einem Ihrer Gäste. Das war nicht hier im Lokal, das war auf der Straße draußen. Der Mann war sehr betrunken und er war selber schuld dran. Er hat Irina Hausmann belästigt und auf den Hausmann hinausgeworfen hat. Was er darf und wozu er berechtigt ist. Wie ist denn das Verhältnis zu seiner Frau? Oh gut, sehr gut, sehr gut. Ungewöhnlich gut. Was heißt denn ungewöhnlich gut? Was verstehen Sie denn darunter? Ja, da kann einer ohne den anderen nicht sein. Das verstehe ich darunter. Also, so eine Art von Hörigkeit? Hausmann saß 3 Monate im Gefängnis. Er hat also 3 Monate seine Frau nicht gesehen. Schon ein Problem für so einen Mann. Könnten Sie sich vorstellen, dass er deswegen ausgebrochen ist? Das fragen Sie mich. Ich weiß nichts. Ich weiß überhaupt nichts. Hm? Waren das die Bullen? Genau. Die trifft ihren Mann. Irgendwo, irgendwie. Das ist gar kein Zweifel. Ist das Kind im Bett? Schläft schon. Hier ist Bayern 3. Eine Fahndungsmeldung der Polizei. Wie bereits gemeldet, ist der heute Vormittag aus der Justizstrafanstalt München ausgebrochene Günther Hausmann noch immer flüchtig. Er ist 29 Jahre alt, 1,89 groß, blonde Haare, Vollbart. Er trägt einen dunkelblauen Anzug und eine rot-blau gemusterte Krawatte. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München oder jede andere Polizeistadt. Idioten. Schon wieder die Meldung. Günther. Ich möchte Ihnen mein tiefstes Mitgefühl aussprechen, Frau Rieger. Danke, aber ich bin nicht deswegen gekommen. Ich wollte Ihnen meine Hilfe anbieten. Hilfe? Sie haben gesagt, was Sie sagen konnten. Die Leute, die bei mir eingedrungen sind, ich habe sie nicht gesehen, ich kann sie nicht beschreiben, aber ich habe sie gehört. Ich könnte sie an ihren Stimmen erkennen. Ja, ich weiß. Wenn es soweit ist, werden wir Ihre Aussage brauchen. Da liegt ein Denkfehler. Sie müssen erst mal einen Verdächtigen finden, den Sie mir dann vorführen, damit ich seine Stimme identifizieren kann. Das kostet Zeit, während ich unter vielen Stimmen die richtige sofort heraushören würde. Lassen Sie mich teilnehmen an Ihren Verhören. Nehmen Sie mich mit bei Ihren Nachforschungen. Jetzt begehen Sie einen Denkfehler, Frau Rieger.
Ehe die Leute, die wir suchen, den Mund aufmachen und sie ihre Stimmen identifizieren können, haben die sie schon erkannt. Weil man sie gesehen hat. Ein Risiko, ich weiß. Setzen Sie sich immer. Ich verstehe Sie. Ich weiß, wie Ihnen zumute ist. Das können Sie nicht wissen. Ich habe eine Nacht lang Zeit gehabt, über alles nachzudenken. Die Schuld liegt bei mir. Aber nein, Frau Ehe. Ich habe zu ihm gesagt, tu, was sie von dir verlangen. Sie werden mich umbringen. Ich habe meinen Mann in Panik versetzt. Aber Frau Rieger, sie doch nicht. Ich hätte zu ihm sagen sollen, tu nicht, was sie von dir verlangen. Tu es unter keinen Umständen. Wenn die Leute gesehen hätten, dass sie ihr Ziel nicht erreichen, wäre es sinnlos gewesen, mich umzubringen. Sie hätten es wahrscheinlich nie getan. Ja, die Frage kann jetzt niemand mehr beantworten. Ihrem Mann hat die Wahrscheinlichkeit schon gereicht. Wie weit sind Sie mit Ihren Ermittlungen? Dieser Hausmann hatte doch einen Bekanntenkreis. Man weiß doch sicher, wer ihm helfen würde. Ja, das alles untersuchen wir. Lassen Sie mich dabei sein. Ich sage nichts, tue nichts, höre nur auf die Stimmen. Nein, Frau Rieger, das geht nicht. Die Leute, die wir suchen, die wissen, dass sie ihre Stimmen gehört haben. Sie wären in Lebensgefahr. Sind Sie zu Hause allein? Meine Mutter ist gekommen. Oh, das ist gut, ja. Harry, lass doch bitte Frau Rieger nach Hause bringen. Was wollen Sie von mir? Ich habe doch gesagt, ich weiß nichts. Ja, wir dachten, Sie sind vielleicht zu Hause ein bisschen freier. Frei? Frei? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Wort? Sagen Sie mir das mal. Frei bin ich nirgends. Und warum lassen Sie das Ding da laufen? Ich kann es auch abstellen. Jetzt hören Sie mir einmal zu, Herr Teufel. Wir haben hier eine Liste zusammengestellt. Eine Liste mit Namen. Freunde von Hausmann, Bekannte. Ja, was soll ich damit? Wenn Sie mich nach Hausmann fragen, dann bin ich der falsche Mann. Ich bin jemand, den man nur in den Hintern tritt. Lesen Sie sich die Namen durch. Mit wem ist Hausmann besonders eng befreundet? Sie glauben doch nicht, dass ich Namen sage. Sie brauchen sie ja nicht zu sagen. Unterstreichen Sie die Namen. Sogar davor haben Sie Angst. Die machen mich doch fertig. Wollen Sie sich nicht endlich mal wehren? Na sag mal, wo bleibt ihr denn? Reg dich nicht auf. Polizei war bei mir. Was? Wegen Hausmann. Bei mir auch. Letztlich steht so ein Bulle bei mir im Zimmer. Ob ich wüsste, wo Hausmann ist? Ach nee. Na, weil's doch ein Freund von mir ist. Ich sag dir, Freund. Ja, ist das mein Freund. Ihr seid doch auch meine Freunde. Meine Freunde und Helfer. Weiß ich, was ihr macht, wo ihr immer seid? Komisch. Den Witz mochten sie nicht. Ich sag dem Menschenskind, wenn der Gefängnisbulle draufgegangen ist, der ist doch selber schuld. Warum hat er sich gewehrt? Er hat doch gesehen, dass der eine Knarre in der Hand hat. Und wehrt sie. Waren sie bei euch noch nicht? Nein, bei uns waren sie noch nicht. Na, die kommen. Ihr steht bestimmt auch bei denen auf der Liste. Keine Ahnung, wo der steckt. Woher soll ich das wissen? Glauben Sie, der wird sich bei mir melden? Der macht doch Fliege, der haut doch ab. Sie glauben doch wohl nicht, dass der noch in München ist. Hm? Verstehe ich gar nicht, dass er den Mann umgelegt hat. Muss der doch gar nicht. Ich denke, der hat eine Geisel. Damit kriegen sie doch heute jeden aus dem Gefängnis. Oder? Vielleicht nicht. Komm mal bitte. Fahr mal zurück. Ich denke, der hat eine Geisel. Damit kriegen sie doch heute jeden aus dem Gefängnis. Oder? Vielleicht nicht. Befreundet bin ich mit vielen, auch mit Ihnen. Sie sind doch auch meine Freunde. Meine Nein, Freunde und Helfer. Auf keinen Fall. Was wollen Sie von mir? Das ist der Kellner. Ja, wir dachten, Sie sind vielleicht zu Hause ein bisschen freier. Frei? Frei? Was ist denn das? Was ist das für ein Wort? Sagen Sie mir das mal. Nein. Frei bin ich nirgends. Und warum lassen Sie das...
Drüben auf der Bank. Also ihr beide bis 12, Herzsprung und Zöller bis 4 und Bierlein und Jürgens dann bis 8, okay? Machst du gerade die Nachtanteilung? Ja. Und noch was, nachts, das ist seine Zeit, okay? Moment noch. Ihr solltet auf keinen Fall vergessen, dass der Mann sofort schießt, ohne Zögern schießt. Ja, das habe ich schon gesagt. Vielleicht nicht deutlich genug. Doch, ziemlich deutlich. Entschuldige, aber ich sag's nochmal. Was macht denn unsere Stripperin? Sie hat den ganzen Tag das Haus nicht verlassen. Nur die Alte und die Kleine. Und was machen die? Schon spazieren gegangen. Spazieren? Ja. Sie gehen immer davon aus, dass Hausmann zu seiner Frau geht. Ja, davon gehe ich aus. Aber wenn er vernünftig ist, denkt er doch gar nicht daran. Er ist nicht vernünftig. Und seine Frau ist es auch nicht. Wenn Sie meinen... Was machen wir? Wir verbringen den Abend mal wieder in einem Striptease-Lokal. Das ist der einzige Weg, den wir ihm offen gelassen haben. Das gibt's doch nicht. Geh hin, Harry. Sag ihr, sie soll verschwinden. Ja, die kennen's doch hier, wenn ich jetzt hingehe und sie darf sich nicht hinsetzen hier. Unter gar keinen Umständen. Erwarten Sie doch jemanden? Nein. Aha. Eine Flasche sehr guten Mosel, bitte. Na also. Was tun Sie hier, Frau Rieger? War das Frau Hausmann? Ja, ja, das war sie. Ich habe Sie doch gebeten, unter keinen Umständen auf eigene Faust zu handeln. Eine sehr schöne Person. Was für einen Eindruck haben Sie von ihr? Kommen Sie, ich bringe Sie hinaus. Nein, danke, ich habe schon zu trinken bestellt. Ich erledige das für Sie. Bitte, kommen Sie hinaus, ja? Nein, ich bleibe hier. War Hausmann nicht die Angestellte? Ja, ja, das war er. Sind also seine Freunde hier zu finden? Frau Rieger, Sie übersehen Ihre Lage nicht. Doch, ich übersehe sie. Ich bleibe. Spitze. Sie sind doch ein Kollege von Herrn Hausmann. Wie meinen Sie? Sie kennen doch Herrn Hausmann. Ja. Das ist Herr Tolpe. Wir haben schon mit ihm gesprochen. Seine Stimme haben Sie schon gehört. Ich bin Frau Rieger, die Frau des Anwalts. Wissen Sie, wo sich Hausmann aufhält? Ich habe alle diese Fragen schon beantwortet. Ich weiß es nicht. Ich habe schon gesagt, dass ich es nicht weiß. Wollen Sie probieren? Schon gut. Was machst du denn für ein Gesicht, Tolpe? Was ist los? Nichts ist los, Günther.
Nichts. Entschuldigung, ich dachte, Irina wollte den... Nein. Den Whisky wollte ich. Gut, Günther. Entschuldige, ich muss wieder runter. Hm. Du, bleib mal hier. Hat dich die Polizei schon vernommen? Ja. Heute Nachmittag bei mir zu Hause. Und? Was wollten die wissen? Wo du bist, wollen die wissen. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Das weiß ich doch nicht. Da müssen sie mich doch nicht fragen. Da sind sie aber an den ganz Falschen geraten, habe ich denen gesagt. An den ganz Falschen, ne? Ja, das habe ich denen gesagt. Günther. Ja. Weißt du denn überhaupt, dass die unten sind im Lokal? Ja, das weiß ich. Ja, du musst auf dich aufpassen, meine ich. Das lass mal meine Sache sein. Ja, ich weiß ja nur sagen, Günther. Irina, ich hab... Komm doch rein, Pan. Du siehst auch aus, also kriegst du keine Luft mehr. Er macht doch nicht solche Vorschauen. Polizei ist im Lokal. Ja, das weiß ich. Das hat man mir schon gesagt. Aber besten Dank, Pan. Willst du einen Whisky mit mir trinken? Ich will's gerne, aber muss doch im Büro sein. Kann doch nicht. Was kannst du nicht? Weg vom Büro sein, das Telefon. Scheiß auf dein Telefon. Willst du keinen Whisky mit mir trinken? Gerne. Hallo, Günther. Na, komm doch rein. Paul. Komm her. Na, komm schon. Jetzt holst du uns ein paar Gläser. Und eine anständige Flasche. Aber du persönlich. Los. Mach schon. Nicht, dass er mich schmoren lassen. War gar kein Problem. Ja, bei uns gab's keins, aber bei dir. Ja, was sollte ich denn machen, als er auf mich losging? Und dieser Anwalt, das war auch so ein Vogel, der hat die Kugeln aus dem Magazin rausgenommen. Aber die eine im Lauf hat er vergessen. Ja, was sollte ich denn machen, als er auf mich losging? Das war ein Unglück! Na komm, setz dich doch. Komm, setz euch. Beim Huschen was. Hast du gesehen, wie der sich anscheißt? Ja, der macht sich da immer in die Hosen, der hat immer einen Arsch voll. Ja. Na, komm rein. Komm doch rein, Pan. Ja? Wie macht er sich jetzt gerne? Na gut, macht er sich. Aber lass uns doch erstmal einschicken. Ja. Was willst du sehen? Wenn die Hände zittern. Na los, schenk dir ein, Pan. Was habe ich dir gesagt? Der zittert nicht nur, der schlottert ja. Komm her, so macht man das. Warum hast du denn so einen Flattermann? Weil die Polizei im Hause ist. Toll besagt, die Frau von dem Mann, der sich erschossen hat, ist auch da. Geh mal raus, Mann. Raus. Raus, sag ich. Seid ihr durchs Lokal gekommen? Ja, aber keine Angst. Die weiß doch gar nicht, wer wir sind. Wir haben ja die Augen zugebunden. Die kannst du gar nicht erkennen. Die ist doch blind. Aber taub ist sie nicht. Wie meinst du das? Habt ihr nicht geredet mit ihr? Ja, wir haben auch gequatscht mit ihr, aber
Hol Tolpe her, sag ich. Und zieh dich an. Die haben dich doch schon vernommen. Haben die ein Tonband benutzt? Ja, ein Tonband hatten die. Herr Tolpe? Ja? Ich möchte zahlen. Ja, gerne. Moment, wo ist denn überhaupt? Wo ist denn ich? Entschuldigung. Wie viel macht es? 40, bitte. Nein, nein, danke, ist schon gut. Er hat Angst. Vorhin hat er keine Angst, jetzt hat er Angst. Ja, ja. Kommen Sie. Wo steht Ihr Wagen? Da, der zweite. Harry, fahr bitte Frau Rieger nach Hause. Das ist nicht nötig, das möchte ich. Weiß ich, was Sie jetzt tun werden? Vielleicht werden Sie Hausmanns Frau besuchen. Ja, das möchte ich gern. Sie fahren nach Hause. Von jetzt ab werde ich Sie keinen Schritt mehr allein gehen lassen. Fahr zu, Harry. Ich geh noch mal rein. Hm. Geben Sie mir Ihren Schlüssel, bitte. Wenn Sie noch nicht einsteigen. Wieso? Ja, wissen Sie, bei den Brüdern kann man nie wissen. So, das scheint alles klar. Wenn Sie einen Ton sagen, Frau Rieger, sind Sie dran. Haben Sie jetzt Angst? Freut mich zu hören. Hallo? Hallo? Haben Sie die Stimme erkannt? Ja, ja, das war. Ja, was sagt er denn? Ob die Frau, die am Fenster steht,
meine Mutter ist. Haben Sie damit gerechnet, dass Hausmann in dem Lokal auftauchen würde? Ja, das habe ich. Ja, und Sie haben nicht... Sie haben nicht dafür gesorgt, dass Sie Hilfe haben? Wir hätten das ganze Viertel umstellen können. Was er todsicher erfahren hätte. Ja, 100 Leute hätten Sie haben. Wo hätte ich denn die verstecken sollen? Unsere einzige Chance war, er musste sich sicher fühlen. Haben wir die Frau festgesetzt? Nein, weil es falsch wäre. Und was machen Sie mit Frau Rieger, der mal angedroht hat, Ihre Mutter umzubringen? Herr Kriminalrat, das vergesse ich nicht eine Sekunde. Derek, wenn da irgendjemandem was passiert. Ja, ich weiß. Natürlich kenne ich Hausmann. Er ließ ja immer seine Autos reparieren. Aber dass er ein Freund ist, das würde ich nicht gerade sagen. Aber ein guter Kunde ist er. Ein sehr guter Kunde. Sagen Sie mal, muss das sein? Stört Sie das? Nein, warum? Ja, Sie haben die Schwierigkeit mit dem Gedächtnis? Ja, oft. Hoffentlich haben Sie keine. Na, nicht, dass ich klagen muss. Kann man den Motor nicht mal abstellen? Ja, wenn Sie meinen Arbeitsausfall bezahlen? Für eine Minute, was kostet die? Dann sei nicht gleich unverträglich. Hey! Kannst du nicht ein bisschen leiser sein? Was ist denn das? Autowerkstatt. Der Mann heißt Dreier. Natürlich kenne ich Hausmann. Er ließ ja immer seine Autos reparieren. Aber dass er ein Freund ist, das würde ich nicht gerade sagen. Aber ein guter Kunde ist er. Sehr guter Kunde. Sagen Sie mal, muss das sein? Stört Sie das? Nein, warum? Sagen Sie, haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis? Ja, oft. Hoffentlich haben Sie keine. Na, nicht, dass ich klagen müsste. Kann man den Motor nicht mal abstellen? Ja, wenn Sie meinen Arbeitsausfall bezahlen. Für ein... Unbekannt. Ganz unbekannt. Frau Rieger. Nein. Nein, wirklich nicht. Schon gut. Danke. Sie hat die Stimme erkannt. Ja, ja. Aber sie hat nichts gesagt, weil sie Angst hat. Wahrscheinlich Angst um ihre Mutter. Wir müssen jetzt ganz anders vorgehen. Die Frau muss im Haus sein. Sie ist noch nicht zum Vorschein gekommen. Was ist mit dem Kind und mit der Oma? Ja, die alte Frau ist mal runtergekommen und hat Brötchen und Milch gekauft. Wer bewacht die hinteren Ausgänge? Becker ist drüben. Soll ich mal durchgeben, dass sie rüberkommt? Ja. Becker! Da kann ich eine Maus raus oder rein. Und nebenan sitzt ja noch Berthold, weil wir hier einen kleinen toten Winkel haben. Ja? Ich hab jetzt Klein am Telefon. Ja, ich komme. Danke. Harry, ich gehe jetzt rüber. Du kommst in 5 Minuten. So, nun packen Sie mal ein, Frau Hausmann. Das Nötigste, Waschzeug, Seife, Kamm, Nachthemd, wenn Sie eins tragen, ein bisschen Wäsche zum Wechseln. Wollen Sie mich verhaften? Ja. Weswegen? Wegen Beihilfe bei einem Mordversuch, begangen an einem Polizisten. Ihr Mann hat auf mich geschossen. Sie können sie doch nicht verhaften. Und das Kind? Wenn sie nicht auftritt, haben wir kein Geld. Sie können es doch nicht einfach verhungern lassen. Los, packen Sie. Sie werden so lange vernommen werden, bis Sie uns sagen, wo sich Ihr Mann aufhält. Glauben Sie, das erfahren Sie von mir? Ja. Glauben Sie, Sie können mich einschüchtern? Ja. Von mir erfahren Sie nichts. Und Sie kriegen ihn auch nicht. Ja? Wir können hier alles abziehen. Wir haben ihn. Was? Ihr habt ihn? Ja, eben durchgegeben worden. Seit wann denn? Das seit einer halben Stunde. Das erfahre ich jetzt. Ja, 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 schon gut, schon gut. Geh runter, geh. Hat sie erledigt. Was hat sich erledigt? Schon gut, Sie können da bleiben. Ja, was ist denn, wenn sie nicht weiß, wo er ist? Sie weiß es.
Sie wird hingehen, um festzustellen, ob es stimmt. Warum kommst du denn da nicht runter? Weil sie vorsichtig ist. Sie lässt sich Zeit. Allerdings. Wir warten schon über eine Stunde. Nichts. Die kommt nicht raus. Die Mutter nicht. Das Kind nicht. Wer überwacht ihr Telefon? Echter Ding. Hier ist Echter Ding. Ja? Die Hausmann hat ein Taxi bestellt. Wohin bitte? Maximilianstraße. Welche Nummer? Ins Crazy. Sie fährt doch tatsächlich in ihren Schuppen. Sie weiß, dass wir ihren Mann nicht haben. Woher soll sie das wissen? Das kann sie doch wissen. Doch, doch, das kann sie wissen, wenn er im Haus ist. Der muss im Haus sein. Was wollen Sie? Mitten in der Nacht? Sie haben kein Recht, die Wohnung zu durchsuchen. Wo ist er? Ja, wo ist er? Wo ist er? Was weiß ich? Haben Sie die Schränke? Wollen Sie nicht mit das Bett sehen? Reißen Sie ruhig alles raus, tun Sie es bloß keinen Schrank an. Bleiben Sie stehen, Hausmann!